Peace Leute und willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute an einem wundervollen Dienstag schauen wir uns ein Video von GQ an. Ich hoffe, dass es nicht gesperrt wird. Aber wenn ihr das hier seht, ist es ja schon mal ein gutes Zeichen. Inside Justin Bieber's Tourbus, ne? Also nicht wundern, nicht meinen. So, wir fangen an. Justin Bieber zeigt seinen Tourbus. Ich bin sehr gespannt, wie luxuriös das Ganze wird. Wahrscheinlich cooler als einige Wohnungen vielleicht schon, die wir uns reingezogen haben. Wer weiß, let's go. Yeah, I don't think that'd be a good idea. What's up, GQ? Okay, wäre aber lustig. Stell dir vor, du bist auf der Autobahn, siehst du einen Justin Bieber Tourbus, guckst du vorne rein, einfach Justin Bieber fährt. Auf, korrekt, korrekt. I'm Justin Bieber, come check out my Tourbus. Boah, okay. Loki tiefer gelegt auch. Boah, der sieht schon hart aus, oder? Bild von der Frau, auch süß. Ich wollte erst Freundin sagen, aber ist ja mittlerweile. So here's my lair. Here's where I watch the Toronto Maple Leafs absolutely demolish the Ottawa. Toronto Maple Leafs. Ah, ich wollte gerade raten, was das für ein Sport das ist, aber wir sehen ja schon, es ist Eishockey. Senators. It's 5-4. It's looking good. Here's where I set up. Wirklich sehr schön, entspannt, alles in so einem hellen, cleanen Beige, cremeweiß gehalten, mit so warmen LEDs. Super. I sit here and I do work when we're on the road. I sit here and I get emails done and stuff. Mhm. Also selbst. Oh. Leute. Ein Justin, wirklich wie er lebt und lebt. Er hier, ne? So. So will ich das sehen. Schön. Ey, das ist jetzt wirklich ein geistkranker Zufall. There is a, it's not real, but it's a fireplace here, which is kind of cool aesthetic. Mhm. Ja, wirklich nice. Aber kommt auch Wärme raus, ja, ne? Hier oben. Super. We got some art here by my friend Joe Termini. And it's wichtig. Viele Leute knallen so Bilder rein, die bis hier oben bis zur Kante gehen würden. Ich finde, mit Passepartout wirkt immer alles viel, viel nicer. My favorite art is called Cash Only. If you check it out here. Okay. Ja. Weiß ich jetzt nicht. Das hätte auch bei den Geissens im Haus hängen können, oder? Wer das auf dem Live-Kanal gesehen hat. Ja, aber ist ganz. Also für ein Tourbus super. Favorite bus memory, wow. Das Beste, was mir im Tourbus passiert ist. Okay, well one time it was me. Warum hat der GQ T-Shirt an, korrekt? So, die kommen dahin und sagen, ey, können wir was drehen? Ja klar, hier ziehen wir bitte T-Shirt an. Okay. And long sleeve. And another friend, and we made this music video. It was really low quality. We made it on like a flip cam or something. Ich finde es irgendwie so nice zu sehen, dass Justin Bieber so, weil früher, sag ich mal, als ich so 15, 14 war, da war Justin Bieber gerade so am Poppen, aber eher so Girly-Musik war das. Und hätte man dann hier geguckt, dann sähe das auf jeden Fall nicht so aus. Und jetzt ist er ja wirklich so gesettelt in der Community. Finde ich geil. No joke. Das ist ein cooler Typ, safe. Bro, der ist ja so fett. Der sah eben gar nicht so fett aus. Der ist ja übelst fett. Geil. Wie viele Quadratmeter sind das? Das hätte mich interessiert. Sagt er das? Nee, ne? Here is my bedroom. This is where I will sleep on the road when I travel. Ja, angenehm. Puh, das ist ja heftiger als, ja. Das ist schon gleich nice wie mein Schlafzimmer fast schon. Krass. Wirklich krass. Also da könnte man auch dann jeden Tag irgendwie rumreisen. Stell dir vor, ihr macht damit so einen Roadtrip durch ganz Amerika. Boah, Traum, jetzt gerade vor allem. So, ich bin aufs Bad gespannt. On the road, this is where I sleep, so I spend most of my time back here, laying down, watching movies, getting rest. But check this out. Badezimmer und
Also ihr seht es jetzt nicht, ich lese es euch vor. Sauna. Ey, wo nimmt denn diese ganze Energie her, der Bus? Also da muss der ja wirklich gefühlt alle 2 Stunden tanken. Oder so Stromnotversorgungsdinger. Okay. Dusche mit Sitz. Sauna. Bro, das ist übel nice. We got a shower. It has. Was glaubt ihr, wie viel kostet sowas? Eine Mio? 2? Ich kann es absolut nicht einschätzen. And then, oh, Dampfsauna. And here is an infrared Dampfbad. Sauna, which is my favorite. What's so cool about this is when I'm on tour, I gotta make sure that I keep my body on optimal level because there's so much that goes into touring and it's really hard on your body. You're doing like an hour and a half show a night, which is similar to a professional athlete. And so with that being said, glaube ich, dass das geistkrank anstrengend ist, 1,5 Stunden durchgehend zu performen, ne? Und dann versetzt euch mal in meine Lage, wie das ist, sonntags 3 Stunden zu livestreamen. You just gotta make sure you're taking precautions necessary so that you keep your body. Immer sonntags abends 18 Uhr, ne? Ihr wisst Bescheid. Ich werde immer sonntags morgens gefragt, hey, streamst du heute Abend? Wenn ihr nichts anderes von mir hört, dann könnt ihr euch ja drauf verlassen. That's why saunas are very good. Wirklich heftig. Alles, was man sich nur erträumen kann in einem Bus. Jetzt bin ich mal gespannt. Hat der dann auch eine Küche? Ah, wobei, ich glaube, die halten irgendwo für in so Restaurants und so. Aber wird wahrscheinlich trotzdem eine Küche drin sein. Here's where I have all of my stuff for my face and my brushing of my teeth. My good stuff. There's a compartment downstairs down below to keep my clothes, but then there's some of this stuff too, which okay. is some of this is Haley's. And some of nice. It's mine, which tend to share clothes. Und das, also da ist was drin und unten hat er auch noch viele Klamotten im Bus. Also man kann da wohl irgendwie was lagern. Here there's some more clothes in here. Oh krass. Schon nice, sag ich ehrlich. Aber er geht dann anscheinend nur mit Haley auf Tour. So, eigentlich wäre nice, wenn der Bus noch so, sag ich mal, 4 Gästebetten hätte oder 6. So für Bros, die mitkommen. Das wäre auch schon nice, so mit dem Bros Tour Life. Some more clothes in here, all these little tucked away spots. Ah, okay, Einbauschränke, soweit das Auge reicht. Wann gibt es eigentlich mal ein Update von Bibis und Julians Ibiza-Haus? Ne, ist das Ibiza? Ne, aber irgendwo in Spanien. You know, just some vibes. Here's my shoes. New Balance, DC, Off-White Air Force, yeah, Vans. They're not all filled up, but a bunch of options in there. What else do I got in this bad boy? Sorry, I get caught up in the TV. It's okay. Eishockey, no joke, noch nie geguckt. And it's been so good because in quarantine, obviously. Ich glaube, Sport ist irgendwie immer so, wenn du nicht als Kind damit gecatcht wirst oder damit aufwächst, dann ist irgendwann der Zug abgefahren. Also ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich jetzt sage, jo, ich fange jetzt an, Eishockey zu gucken. Jo, ich fange jetzt an, Golf zu gucken. You know, you're supposed to stay socially distant, oder? So we're able to. Gibt es Leute von euch, die irgendwie ab 18, 20 Jahren angefangen haben, einen Sport im Fernsehen zu gucken und die sich 100% dafür begeistern? Travel in this and still be able to keep socially distance. So we did a road trip in this bus, which was really cool. We traveled from my home in Canada all the way to my place in LA. Geisteskrank. Als ich mit 15 war das, glaube ich. Einen Monat lang war ich ja bei meinen Verwandten in Kanada. Und die wohnen auch in Ontario. Und dann sind wir auch, also wir sind irgendwo hingefahren und dann haben die gezeigt, hier, dieses Haus, das war in der Nähe von irgendeinem Wald, so ein nices Anwesen. Da wohnen die Großeltern von Justin Bieber. Also ich kann sagen, ich habe das Haus der Großeltern schon mal gesehen von außen. Also jetzt no gaffer, wir sind da halt einfach vorbeigefahren. Die haben gesagt, by the way, hier, bla bla bla. So, ne? Ihmchen. Hey. Interessant. Wie viele Leute eigentlich aus Toronto dann halt kommen?
The Weeknd, Drake, Justin Bieber, das sind schon drei Größen, die wirklich Hausnummern sind. So, ne? Justin Bieber, Justin Fuchs, so, ne? Die beiden. I just think there's something about being in your own safe, comfortable environment that you just feel safe. Comfortable and safe. Voll. Wenn du da so wie so ein zweites Zuhause hast und dein Turbus, in dem du dich so nice, comfortable fühlst, dann ist das sehr, sehr krass. You're protected. One thing I do love about this bus, that I love about, I just love these lights. These LED. Ja, die Farbe feiere ich jetzt gerade nicht so krass, aber so in so einem Lila, wie das so, keine Ahnung, in so Autos verbaut ist, so als ambiente Beleuchtung oder halt so ein warmes Weiß ist, glaube ich, cooler. Aber. Lights. Apo LED. So. Das ginge noch farblich. Favorite part of the bus, this area, and what I love about this, which I think is super cool, is that you can pull this out and this becomes almost like a little bed. Also doch für die Bros, noch ein Zusatzbett. Yes. So you can just cruise here and sit. Boah, dann aus dem Fenster gucken. You know, it's a vibe. Nice. The cool thing about this Gäste-WC sogar da drin, okay. Bus is that it's usually with me when I'm on the road. For tour and stuff, so band comes on here, dancers, the crew, and we just, it's a good space, it's a good creative space. You ever writing music on the bus? I've written some songs on the bus. GQ, thank you so much for coming to check out my tour. Der hat den Kühlschrank gar nicht richtig gezeigt. Ja, sehr nice Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like da. War ein nicer Einblick mal was anderes als eine Wohnung. Ein Tourbus. Macht's gut, Leute. Peace.